Hallo und einen schönen guten Abend miteinander. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz und dem Talk der Beteiligten und würde mich freuen, wenn Sie ein paar Minuten Zeit und Lust haben, uns zuzuhören. Herzlich willkommen zur Nachbetrachtung des Spieles VfL Eintracht Hagen gegen den TV Großwaldstadt zur Halbzeit. Zur Halbzeit, Sie waren dabei, deswegen wissen Sie das schon alles, was ich Ihnen jetzt erzähle. Zur Halbzeit stand das Spiel absolut ausgeglichen, 12:12 und am Ende hatte die Eintracht die Nase knapp vorne. 26:23 war das Endergebnis und damit sind das die Punkte 25 und 26 für den VfL Eintracht Hagen. Es war ein großer Kampf und deswegen begrüßen wir jetzt erstmal ganz herzlich die beiden Beteiligten. Der Geschäftsführer des TV Großwaldstadt ist an meiner rechten Seite, Michael Spatz. Spatz, herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Und natürlich ist auf seiner Stammseite, nämlich meiner linken Seite, der Trainer des VfL Eintracht Hagen und das ist Stefan. Michael. Spannendes Ding. Bis in die letzten Minuten hinein. Magst du uns sagen, wie du es von der Bank aus empfunden hast, dieses Match? Ja, nochmal schönen guten Abend von meiner Seite und natürlich Gratulation zum Heimsieg. Heute fällt mir so die Analyse ein bisschen schwer. 3 Tore Niederlage, fühlt sich aber irgendwie so an, als hätten wir auch vielleicht ein bisschen was mitnehmen können. Und das tut auch natürlich nach dem Spiel ein bisschen weh. Ich muss sagen, ich glaube, es war für die Zuschauer, auch wenn es jetzt kein Handball-Leckerbissen war, aber war irgendwie ein spannendes Spiel, hat, glaube ich, Spaß gemacht, war spannend. Die Abwehrreihen haben mit dominiert, auch die Torhüter waren sehr stark. Ich glaube, da hatten wir auf unserer Seite noch sogar noch mal einen Plus. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, die Statistik, aber bestimmt 3, 4 Paraden mehr, denke ich. Das war natürlich für uns wichtig, dass wir da in der Partie bleiben oder in der Partie drin sind. Bei uns war es ein bisschen schade, dass außer Finn Wohlweber vielleicht die Rückraumspieler auch nicht so in die Partie gekommen sind, dass uns da noch das ein oder andere leichte Tor gefehlt hat. Und insgesamt, auch hinten raus, tue ich mir ein bisschen schwer, weil wir dann in Überzahl wirklich leichte Fehler gemacht haben. Ich glaube, Finn Wullenweber verliert einmal den Ball, Stefan Salga, ich glaube, Mario Stark hat dann noch einen Fehlpass. Ich habe es jetzt leider nur ganz kurz gesehen. Ich glaube auch, dass wir vielleicht da eine 2-Minuten-Strafe oder zumindest einen Freiwurf hätten bekommen können beim 21:20. Das waren dann alles so Dinge, die zusammengespielt haben. Aber ja, nach 60 Minuten steht eben das Resultat und von daher nochmal Glückwunsch. Und ich glaube, wenn es auch mal so läuft, dann gewinnt man natürlich auch so Spiele, die so spitz auf Knopf sind. Und von daher, da müssen wir jetzt auch wieder schauen, weil wir jetzt 2 enge Spiele hatten, die leider beide verloren haben. Und wir müssen auch schauen, dass wir wieder in so einen Flow kommen und dann die engen Spiele auch mitnehmen. Dankeschön. Dankeschön, Michael Spatz. Stefan, bevor wir ins Schwärmen kommen über 6 hintereinander erzielte Siege, gucken wir uns erstmal dieses Spiel an. Erzähl uns doch mal deine Sicht der Dinge. Schönen guten Abend erstmal. Danke für die Glückwünsche. Ja, das war ein hartes Stück Arbeit heute, das kann man nicht anders sagen. Wir haben vorne eigentlich über 50 Minuten gar nicht ins Spiel gefunden, haben viele freie Bälle liegen lassen, haben aber auch dann einfach die Verunsicherung gespürt. Ich habe mal in der Woche vom Trainerkollegen von der festen Hand gelesen. So fühlte es sich das an, es wurde alles immer schwerer. Sicherlich auch der starken Leistung des Torhüters geschuldet. Aber es ist dann auch eine Qualität, sich in der Defensivarbeit in so ein Spiel reinzukämpfen. Und die muss ich natürlich heute loben. Wir haben nur 23 Gegentreffer kassiert. Wir sind positiv geblieben, egal wie schwer die ersten 50 Minuten heute waren. Und dann ist es natürlich ein bisschen paradox, dass wir dann gerade bei 17, 19 und Unterzahl das Spiel innerhalb von 50 bis 60 Sekunden drehen mit 3 Gegenstößen. Das hat uns natürlich extrem geholfen, das muss man sagen. Und dann ist es so, also erstmal muss ich sagen, dass Niklas Pitschkowski heute in der Defensive ein überragendes Spiel gemacht hat. Riesenkompliment an Niklas.
Er hatte die Woche leider ein bisschen Ellenbogenprobleme und konnte deswegen heute auch im Angriff nicht eingesetzt werden. Von daher hat das sicherlich dann auch nochmal gefehlt, seine ruhige Hand. Das hat er vor allen Dingen auch letzte Woche in Coburg schon gut gemacht. Aber er hat sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt und hat das natürlich überragend mit erarbeitet, das Ding. Vorne war es so, dass wir lange eigentlich gar keinen Spieler hatten. Da muss man noch dazu sagen, dass Kim Vosfels heute sehr stark angeschlagen, erkältungstechnisch war, mich heute Nachmittag noch angerufen hat, dass er wirklich nur für Kurzeinsätze zur Verfügung steht. Deswegen wurden da vielleicht auch die Beine Rückraum rechts noch mal ein bisschen schwerer. Aber er kam dann auch noch mal ein wichtiges Tor gemacht. Und was ich eigentlich sagen möchte, dann ist es am Ende aber auch so, dass richtig gute Spieler auch in der Crunchtime da sind. Und da macht Puja zwei sehr gute Sachen. Da macht Alexander Weck einen super Pass. Und das ist dann am Ende auch eine Qualität, die wir jetzt einfach gerade haben, inklusive dieses Siegergehens, was wir uns die letzten Wochen auch hart erarbeitet haben. Man kann nicht immer nur zaubern. Man darf auch mal Arbeitssiege einfahren und definitiv war das heute ein Arbeitssieg. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Neff. Michael, noch eine Abschlussfrage an dich. Ihr seid jetzt, glaube ich, also zumindest vor dem Spiel wart ihr Siebter, weil ungefähr passt das ja nach wie vor. Der Name TV Großwaldstadt ist natürlich eine Mega-Nummer. Da will man immer ganz weit nach oben, könnte ich mir vorstellen. Euer Saisonziel für diese Saison, habe ich gelesen, war einstelliger Tabellenplatz, auf jeden Fall besser als Platz 8, wäre ganz gut. Jetzt seid ihr schon im Ziel. Habt ihr noch Motivation für den Rest der Saison? Was macht ihr damit? Ja, ich glaube, wenn man sich in der zweiten Liga ausruht, dann geht es ganz schnell nach hinten los. Von daher haben wir noch ein paar Aufgaben vor der Brust. Nächste Woche geht es für uns im Heimspiel gegen Nordhorn und da müssen wir auch schauen, dass wir wirklich, so wie wir heute gedeckt haben, aber auch im Angriff da wirklich wieder eine Schippe drauflegen. Und von daher müssen wir wirklich noch Gas geben, um dieses Ziel, das wir uns gesteckt haben, zu erreichen. Und von daher bin ich da guter Dinge, dass wir auch im Training da weiterarbeiten und Gas geben. Gehe ich davon aus, auf jeden Fall. Alles klar, danke dir, Michael. Stefan, auch letzte Frage an dich. Traditionell gucken wir nach einem Spiel immer voraus, egal ob wir gewonnen oder verloren haben. Nächster Gegner, der liegt uns, ist so mein Ding. Wir haben jetzt, meine Idee zumindest, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, gegen die Eulen Ludwigshafen haben wir immer gut ausgesehen. Und in dieser Saison haben wir die gleich zweimal geschlagen. Einmal bei deren Heimspiel, also bei unserem Auswärtsspiel, und dann nochmal bei unserem Auswärtsspiel im Pokal. Also quasi 4:0 Punkte in zwei Spielen. Holen wir die Punkte 5 und 6 jetzt auch gegen Ludwigshafen? Was müssen wir tun? Das ist natürlich das Ziel, aber ich glaube, unsere Aufgabe als Trainer ist jetzt, den Kopf wieder frei zu bekommen, die Beine locker zu bekommen. Wir müssen natürlich, sowas geht kein zweites Mal gut, das muss man auch sagen. Wir müssen da jetzt wieder ein bisschen einfach das Lockere finden in unserem Spiel, den Gegenstoß wieder forcieren. Die Eulen sind immer knüppelhart zu spielen, das ist auch gar keine Frage. Und Ergebnisse von weiß ich nicht wie vielen Monaten interessieren mich ehrlich gesagt auch sehr wenig. Sie werden hier genauso alles probieren wie jede andere Mannschaft. Unser Fokus liegt darauf, so ein bisschen die Lockerheit wieder zu finden, ein bisschen die Frische zu finden. Das war heute so mein Gefühl, dass das ein bisschen gefehlt hat. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es hinbekommen, dass die Jungs dazu auch bereit sind, das mitzugehen, damit es nächste Woche vielleicht einfach auch wieder ein bisschen frischer aussieht und wir dann hoffentlich genau die Punkte holen können, die wir natürlich gerne weiter hier hätten. Gar keine Frage. An der Stelle nochmal vielen Dank für die Unterstützung heute. Wir hatten viele schwere Phasen, die Zuschauer sind dran geblieben. Bitte kommt nächste Woche wieder, wenn es wieder zur gleichen Stelle, zur gleichen Uhrzeit gegen die Eulen geht. Hab aber auch noch eine Bitte an der Stelle. Morgen spielt unsere zweite Mannschaft gegen GWD Minden 2, das absolute Topspiel in der Oberliga. Jeder ist herzlich eingeladen, auch unsere Mannschaft von der Reserve zu unterstützen. Die unterstützen uns übrigens auch immer hier, sei es als Zuschauer oder Spieler. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir als Fans auch der Mannschaft ein bisschen was zurückgeben. Der Aufstieg in die dritte Liga wäre für den Verein natürlich sensationell. Von daher herzlich willkommen morgen Abend auch in der Sporthalle Mittelstadt, 19.30 Uhr. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Dankeschön. Dankeschön, Stefan Neff. Michael, ihr habt das Hinspiel gewonnen mit 4 Toren, wir haben das Rückspiel gewonnen mit 3 Toren. Es ist immer wieder schick mit dir und wir wünschen euch gute Heimfahrt, 3 Stunden gut etwa im Bus. Leckt die Wunden, die entstanden sind, die seelischen, vielleicht gibt es ja auch ein Wasser zu trinken. Und der Stefan hat alles gesagt. Wir sehen uns wieder nächste Woche Freitag, 19.30 Uhr, Gegner Eulen Ludwigshafen. Ihnen ein schönes Wochenende und
Wir sind Eintracht.